Boom! What's up, my people? It's your boy, Mejor the Flyers, yes sir. Ey, wir sind back at it again mit einem Reaction-Video. Heute haben wir wieder mal eine andere Reaction. Wir haben wieder mal ein 20-Minuten-Video. Es geht irgendwie darum, dass Generation Z zu wenig schafft. Irgend so ein Sieg da hat sich darüber aufgeregt. Und ja. Ich meine, schlussendlich, ich glaube, wir können alle so ein bisschen zu der Generation Z. Also ziehen wir uns mal das Ganze rein. Yes, sir. Denn die wirklich 50% arbeiten und sonst nichts? Ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich wüsste gar nicht, was machen. Der erste Teil von unserer Reportage zu der Generation Z hat gezeigt, wie hoch sie die Work-Life-Balance gewichtet. Wir haben mit jungen Leuten geredet, die uns erzählt haben, dass ihnen Freizeit, Familie und Freunde wichtiger sind als Karriere und Geld. Karriere ist mir eigentlich wirklich scheißegal. Was? Ich würde nie mehr 100% arbeiten. Das Gefühl, die jetzige Generation nimmt alles ein bisschen mehr gechillt. Es ist nicht so work hard, play hard, es ist einfach... Okay. Jo, da müssen wir ein bisschen hören. Also, so bin ich nicht. Also, ich brauche so wie so... Ich muss mich beschäftigen durch den Tag. Ob es jetzt mit YouTube-Videos ist oder ob es jetzt arbeiten ist, irgendwie musst du durchkommen. Jetzt die anderen checken jetzt nicht. Was haben sie gesagt? Karriere ist mir scheiße. Jo, das ist nicht wahr. Jo, eben broke sie fürs Leben, Alter. No. Geil. Ich würde nie mehr 100% arbeiten. Ich habe das Gefühl, die jetzige Generation nimmt alles ein bisschen mehr gechillt. Es ist nicht so work hard, play hard. Es ist einfach work, aber enjoy life still. Keine. So ist es aber nicht bei ganz allen aus der Generation Z. Es sind nicht alle auf dieselbe Work-Life-Balance aus, weil. Es hängt davon ab, mit welcher Art von Wohlstand ist man aufgewachsen, welche Art von Biografie hat man. Jemand, der die Work-Life-Balance nicht hochgewichtet, ist der Reto. Er arbeitet 100% als Lastwagenchauffeur. Am Morgen und am Abend hilft er dann noch seiner Mutter 1 bis 3 Stunden mit der Arbeit auf dem Bauernhof. Sein Tag startet am 5 Uhr am Morgen und geht regelmäßig auch bis am 9 Uhr am Abend. Für die Freizeit bleibt nicht viel Zeit. Ja, in meiner Freizeit gehe ich schon am Abend. Okay, der Bruder ist am Hustlen, hä? Das kann man nicht haben, der ist am Hustlen. 5 bis am 9. Je. Yeah. Also, Lastwagen fahren, keine Ahnung, wie hart das ist. Ich sage jetzt mal, du musst auch ein bisschen umfahren. So. Or, aber je. Yeah. Nachher noch auf dem Bauernhof Szene machen, Alter, ist sicher Anschiss. Alter. Sicher. Ich gehe gerne ins Ego-Gumpen und schwimmen oder so. Wichtig ist mir das nicht. Wir machen es einfach gerne. Wir können halt gerne arbeiten. Ja. Auf dem Hof arbeiten nur er und seine Mutter. Sein Papa ist gestorben, als er 3 war. Ohne seine Hilfe müssen sie den Hof aufgeben. Es braucht ihn da und runterfahren will er darum nicht. Die Arbeit und die finanzielle Sicherheit sind ihm zu wichtig. Ja, für mich ist finanzielle Sicherheit schon sehr wichtig. Weil wir haben ja bei uns auch noch... Was verdient eigentlich so ein Bauer, Alter? Jetzt nehme ich jetzt, ohne Scheiß nehme ich das Wunder. Verdienen die so, halt so wie alle anderen, so ein bisschen 4'000, 5'000? Oder sind die wirklich so hoch, so 8K, weil die haben ja schon viel Verantwortung, so. Keine Ahnung. Der Betrieb hinten dran, der muss auch laufen. Und momentan hat man einfach schwere Zeiten mit der ganzen Inflation, mit der Preiserhöhung. Und darum bin ich froh, habe ich noch ein Einkommen nebenbei. Und wo ich mir den Rücken stärken kann. Dann die wirklich 50% arbeiten und sonst nichts. Ja, da komme ich mir eben blöd vor. Ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich wüsste gar nicht, was machen. Mir gefällt halt schon. Come on, bro. Es gibt genug Sachen zu machen, bro. Like, you skinny as fuck, boy. You skinny as hell. Bro, du könntest ins Gym gehen, bro. Du könntest Ausgang gehen, bro. Du könntest mal etwas packen, Jiri. Oder wirklich einfach mal trainieren, bro. Ich arbeite sehr. Der Boy ist skinny. Und das ist für mich auch Freizeit, dass ich das gar nicht gross unterscheide. Der Reto erzählt mir, dass er nicht typisch ist für seine Generation. Ja, ich finde, Generation Z hat einfach den Bezug zu der Realität verloren. Jo. Die denken ideologisch und nicht mehr an der Realität nach. Die Welt läuft einfach nicht wegen diesen Leuten. Die Welt funktioniert genau gleich, ob jetzt die in ihren Laptop hineinschauen oder nicht. Ich denke, oh nein, das ist so einer, Alter. Die sind alle am Handy heutzutage und dank die Scheiße, nein, die mache ich gar nichts mehr, hör es ihr. Bro, hübsch nur, Alter, ich schwöre, Bro. Nur weil du Bauernhof und so fühlst, Alter, du kannst nicht sagen, so, yo, geh mal vom Handy weg, G.
Irgendwo fehlt uns dann einfach als Arbeiter, die die Arbeit wirklich machen, wenn die junge Generation wirklich sehr von jung auf gar nicht mehr so den Ehrgeiz hat und nicht mehr so Woku arbeiten. Im Gespräch mit unserer Einstellung ganz sicher auch davon kommt, dass er mit der Landwirtschaft aufwacht. Bin ich nicht am Grinden? Bin ich nicht am Grinden? Jo, machst du dir ein Paben? Jo, wir sind immer noch am Hustlen. Jeder von uns muss Lehre machen. Jeder von uns muss nachher arbeiten. Also Geld muss irgendwie reinkommen. Also. Ich denke, die heutige Generation kann gar nicht so viel dafür. Die sind nicht so aufgewachsen wie wir. Die sind mit einem hohen Wohlstand aufgewachsen. Irgendwo ist man sich dann an einen sehr hohen Lebensstandard gewöhnt. Wir sind halt als kleine Büblen einfach mitgegangen. Man ist aufgewachsen mit dem Arbeiten. Das hat sich einfach viel mehr so ein bisschen eingeprägt in einem. Ja. Und ich habe das Gefühl, die wissen gar nicht richtig, dass die Generation Z gibt es, weil die Vorfahren sehr gut gewirtschaftet haben, dass sie aufgrund von dem überhaupt den hohen Wohlstand bekommen haben. Dass der Wohlstand in der Schweiz den Wertewandel beeinflusst hat, sagt auch der Aber der ist ein W-Mans halt wirklich, also Ehrenmann, he? Respekt an dich, dass du arbeiten gehst und nachher noch deiner Mutter im Bauernhof aushelfen und richtig grind ist. Aber Bro, hate nicht, Bro. Es gibt immer noch genug Leute, die am Hustlen sind da draussen. Von der Generation Z. Aber du bist gerade am haten. You are my tick, Bro. Nein, aber Ehrenreto, Alter. Mach das Ding, Mann. Sozial- und Wirtschaftspsychologe Christian Fichten. An diesem Wohlstand könnte man mit geringem Risiko und wenig Anstrengung teilhaben. Das sei zwar schön, hat aber auch einen Nachteil. Wohlstand kommt nicht von Erholung, sondern von entbehrungsreichen Zeiten. Rein ökonomisch betrachtet bedeutet mehr Arbeit mehr Wohlstand. Mhm. Weniger Arbeit bringt mehr Freizeit, aber auch materielle Entbehrungen und finanzielle Einbußen, also weniger Wohlstand. Er sei optimistisch, dass sich unsere Wirtschaft und Gesellschaft an künftige Herausforderungen anpassen kann. Was der Wertewandel hingegen für unsere AHV bedeutet, weiss der Ökonom Matthias Binswanger. Wenn eine ganze Generation nur noch Teilzeit arbeitet, kann die AHV nur noch finanziert werden, wenn die Menschen länger arbeiten. Das heisst, das Rentenalter müsste erhöht werden. Mhm. Die Frage, wie fest er im Hier und Jetzt lebt, zeigt mir der Reto, dass man als Bauer immer in der Zukunft lebt und für die nächste Generation denkt. Was ich mir auch noch wünschen würde, ist, dass ein bisschen alle auf ein Niveau runterkommen, dass nicht die Reichen richtig überheblich sind und am Schluss noch schier die normalen Handwerker oder Bauern ein bisschen abmachen. Oder sogar, man hört ja heute schon gar, dass man Kind in der Schule schier mobben tut, weil es daheim ein Bauer ist, oder? Ja, chill, es hat einfach so ein Pünzli oder ein Bauernkind. Ja, Bro, chill, Bro, wir meinen es nicht ernst. Ey, der Reto, alter Killer. Aber ja, es ist so, Alter, die Reichen werden immer reicher und die Armen bleiben immer wie am Boden, Alter. Es ist so. Darum, flüchtet vom 9-5, fangen an grinden, Content aus Ballern. Boom, 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 yes, sir. Ey, das war wieder mal für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Check mich aus auf TikTok, Insta, Twitch, @mihorfrancisco, is your boy, and I'm out. Peace!